Hallo und herzlich willkommen im Wald, genau genommen auf der Stromtrasse / Rückegasse. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach der idealen neuen Filmlocation. Das hier kommt in die nähere Auswahl, weil, ja, abgesehen davon, dass man immer noch den Zug hört, wenn er vorbeifährt, aber den hört man hier überall. Und Züge sind Freunde. Egal, jedenfalls bin ich hier schön abgelegen und glaube, hier könnte ich, also theoretisch führt hier ein Weg vorbei, aber der sieht so aus, als wäre da, seit ich das letzte Mal langgelaufen bin, niemand vorbeigelaufen. Und bevor ich das letzte Mal langgelaufen bin, Jahrzehnte keiner langgelaufen. Also, ja, das ist jetzt übertrieben, aber egal. Jedenfalls, ich glaube, hier bleibe ich. So, und jetzt habe ich hier auf dem Rücken, ich hoffe, das könnt ihr so einigermaßen erahnen, wie das ausschaut und wie sich das trägt. Das ist der österreichische Bundesheer-Rucksack. So, und was kann der? Naja, zunächst mal kann man da einen Haufen Zeug reinschmeißen. Was der sonst noch so kann und ob der jetzt nun gut oder schlecht ist, das wollen wir jetzt näher besprechen. Ich habe ihn jetzt spaßeshalber mal mit einem, ja, auf die Schnelle zusammengestellten Übernachtungsequipment beladen. Also auf die Schnelle zusammengestellt heißt, ich habe wahrscheinlich mein Kopfkissen vergessen oder irgendwie sowas. Ja, es geht auch nicht darum, dass ich jetzt hier wirklich mit übernachten möchte, sondern einfach so zu Demonstrationszwecken, ob das da reinpasst. Und ich habe auch absichtlich ein Übernachtungsequipment gewählt, das für den kleinen Geldbeutel mehr oder weniger geeignet ist und jetzt nicht unbedingt einen ganzen Haufen Hightech-Krempel sozusagen einfach so als Anfänger Waldschläfer Übernachtungsrucksack Szenario so in etwa, ne? Also das Teil trägt sich zumindest mal, ich würde schätzen, bis 2 bis 3 Kilometer ganz angenehm. Diese Tragegurte, die sehen nicht sehr bequem aus. Die sind auch nicht besonders bequem. Sie sind allerdings etwas gepolstert. Dieses etwas gepolstert, würde ich sagen, reicht für jemanden, der ohnehin noch ein Jäckchen anhat. Trägt man nur ein T-Shirt, dann könnte es sein, dass einen das vielleicht irgendwann ein wenig scheuert hier im Schulterbereich. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viel Schulter man hat, weil die sind ja definiert nur so lang. Nur bis hier geht die Polsterung, darunter ist nur noch Riemen. Und je nachdem, wie wuchtig die Schultern sind, die in dem Rucksack drinstecken, kann es natürlich sein, dass wenn ihr jetzt eine riesen Schulter habt, dann geht euch das Ding bloß bis hier vielleicht. Und dann hängt hier der Riemen komplett in der Achselhöhle. Das ist nicht so einfach hier mit Schattenwurf. Kann man auf der Seite vielleicht noch ganz gut sehen. Ja, und das könnte scheuern. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das auf die Dauer... Es könnte, ne? Es muss nicht. In meinem Fall habe ich hier auch den Verschluss. Ich hoffe, man kann das sehen. Ja, auch der sitzt an einer strategisch etwas ungünstigen Stelle. Wie gesagt, mit Jacke alles überhaupt kein Problem. Aber wenn dann eben die Jahreszeit ohne Jacke angebrochen ist, dann mag das durchaus einen Unterschied machen. Ja, einen Hüftgurt gibt's nicht, jedenfalls nicht in der Version, wie ich den hier habe. Jetzt bin ich ja nicht beim ÖBH, also beim österreichischen Bundesheer, gewesen und habe daher keine Ahnung, wie jetzt die korrekte Trageweise von diesem Rucksack ist, so wie sich die Leute das mal vorgestellt haben. Ich habe aber Bilder gesucht und gesehen, bei denen zu diesem Rucksack noch eine kleine Tasche gehört, die man drunter oder drauf schnallen kann. Und es gibt die Möglichkeit, die Tragegurte zusätzlich an einem Hüftholster, Hüftgurt, wie auch immer man das nennen möchte, festzumachen. Und an diesem Hüftgurt hat man dann vermutlich nochmal eine andere Tasche hängen, wahrscheinlich auch noch Magazintaschen, das weiß ich nicht, was da noch alles dazugehört. Aber dieser Hüftgurt sieht jedenfalls verdächtig so aus, als sei da normalerweise auch noch Waffenzubehör und Ähnliches dran zu befestigen. So, und wenn man diesen Hüftgurt auch noch hätte, dann könnte man das Ding theoretisch irgendwie so ein bisschen
aber auch nicht wirklich auf der Hüfte ablegen. Das bedeutet, man trägt das Gewicht, zumindest in der Version, wie ich den jetzt hier trage, 100% auf den Schultern, und das limitiert dann so ungefähr die tragbare, also noch einigermaßen angenehm tragbare Zahl an Kilos, die damit über eine halbwegs brauchbare Strecke, ebenso circa 3-4 Kilometer, transportiert werden können auf vielleicht etwa 12 bis 14 Kilo, sowas um den Dreh. Ja, wenn man sagt, das ist mir immer noch zu schwer, dann muss man halt weniger mitnehmen. Wenn man sagt, ich bin ein Baum, gebt mir mehr, dann darf man auch gerne mehr mitschleifen. Aber ja, das ist so jetzt mein Erfahrungswert. Ich habe jetzt zweimal eine Runde gedreht mit dem Rucksack, wie er jetzt gepackt ist. Beide Runden, ja, so ungefähr 5 Kilometer. Muss sagen, über 5 Kilometer merkt man das Ding am Ende schon in meinem Trainingszustand. Ne? Wenn ihr super tipptopp fit seid, zum Beispiel irgend so ein Soldat des österreichischen Bundesheeres beispielsweise, dann mag man das garantiert auch noch weiterschleifen, auch mit dem Gewicht, was drin ist, was weiß ich. Aber für mich ist da jetzt Schluss. So. So, Flieger weitergezogen. Mit der Sonne ist heute ein bisschen mühsam. Es ist endlich mal Sonne da. Leider ist viel zu warm. Also gegen Sonne habe ich ja nichts. Gegen die Temperaturen schon. Also könnte schon, ja gut. Wissen wir alle, dass der Winter zum Teil nur sehr kurz bzw. sehr, sehr nicht stattfindend ist. Gut, jedenfalls, ich würde jetzt mal mir ein kleines Sitzplätzchen arrangieren, mich gemütlich hinhocken und dann noch ein bisschen was zu dem Teil erzählen. Dafür muss ich ihn einmal abnehmen, und damit das Ding gut sitzt, ist zumindest meine Meinung, sollten diese Schultergurte wirklich schön eng sein, weil dann wird einem der Rucksack auch schön nah an den Körper rangezogen, schön an den Rücken gepresst, und dann trägt er sich leichter, weil er weniger hin und her schwingt, denn das Ding, das habt ihr ja hoffentlich schon gesehen, ist ein ziemlicher Klumpen. Ja, zeige ich hier gerne so nochmal. Also, ne, man sieht, schon recht klumpenförmig, das gute Gerät. Ja, das ist grundsätzlich nicht verkehrt, das kann man schon so schleppen, aber ja, ich würde es wirklich gut am Rücken befestigen. So, bevor ich mich hinhocke, hier noch der Hinweis, es gibt die Dinger mit Tragegestell und ohne Tragegestell. Wenn man mit Tragegestell erwirbt, dann bekommt man hier im Grunde einfach ein dranhängbares, per Karabiner dranhängbares Bänderzeugs. Ja? Also hier mit dem Schultergurt, das hier sitzt einem hoffentlich zwischen den Schultern in irgendeiner Art und Weise, und dann kannst du die da unten noch einhängen und auf der Seite logischerweise auch. So, und das war's. Das ist das Tragegeschirr. Also zumindest in der Art und Weise, wie das jetzt bei mir hier zu finden ist. Und ich glaube, so kann man die Teile, ich habe sicherheitshalber mal geguckt, ob man das so käuflich erwerben kann. Das gibt's bei verschiedenen Anbietern von gebrauchter Militärausrüstung in genau dieser Art und Weise. Und ja, nur damit ich das nochmal kurz gezeigt habe. Jetzt will ich ja eigentlich in Ruhe auspacken, aber ich brauche erst eine Sitzgelegenheit. Will euch aber den Moment des Aufmachens auch irgendwie dokumentieren, und drum machen wir das jetzt folgendermaßen. Hier hat man so Schnallen. Ja? Auf diese Schnallen kann man hier unten drauf drücken, und dann hebt die sich leicht hoch, und dann kann man den Gurt einfach rausziehen. Dafür wären zwei Hände von Vorteil. Habe ich natürlich nicht. Bleib stehen. Aha. So, das machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. So. Und nun sind wir in der faszinierenden Lage, den Deckel aufklappen zu können, und dann fliegt mein Stativ weg. Und ja, jetzt ist hier drin hoffentlich irgendwo mindestens mal eine Bodenplane. Diese Schnüre hier, die sind grundsätzlich super robust, und man kann das damit wunderbar zuschnüren. Allerdings irgendein Schnellspanner würde ich mir da langfristig dann schon noch dran bauen wollen, weil wenn man da jedes Mal einen Schleifer machen muss, ist das schon ein bisschen umständlich. So, Dingens 1. Und hier drin ist jetzt noch so eine Extratasche, zeige ich euch gleich nochmal genauer. Und da drin ist so quasi im Rahmen der NATO-Hilfe eine Bundeswehr-Unterleg, Mehrzweckunterlage, und auf die würde ich mich jetzt hocken, und dann machen wir weiter.
So, ich sitze nun. Das ist gut, das ist erheblich gemütlicher. Und ja, Details. Zur Trageverhalten muss ich noch kurz ergänzen. Ne? Also abgesehen davon, dass wir zwei Schulterriemen haben, mit denen wir uns das über die selbrigen schmeißen, hängt der Tragekomfort maßgeblich davon ab, wie das Ding gepackt ist. Der hat nämlich keine Rückenversteifung. Ja, dieses Rückenteil, die Rückenwand sozusagen, die ist nur so steif bzw. nur so gerade, wie das, was wir an den Rücken des Rucksacks auch rangepackt haben. Soll heißen, wenn wir einen Haufen spitze Steine da reinschmeißen und mit einem Haufen spitze Steine in der Gegend rumlaufen, dann drücken uns die spitzen Steine durch den Stoff in den Rücken und das wird außerordentlich unangenehm. Gilt natürlich auch für jedes beliebige andere eckige, kantige Gepäck, das man da unklug reinpackt. Drum muss man beim Packen, damit sich das einigermaßen bequem trägt, unbedingt darauf achten, dass man schöne, flächige, weiche Dinge an die Rückwand packt, also innen an die Rückwand. Das kann zum Beispiel sein, eine Bodenplane, eine große natürlich, eine Decke, wenn man eine Decke mitnehmen möchte. Das kann sein eine Isomatte, eine gefaltete Isomatte wohlgemerkt. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die berühmte Eierkartonmatte von Thermarest, die Bundeswehr-Mehrzweckunterlage, die ich da jetzt drin hatte. Oder ich weiß nicht, ob die österreichische Armee auch eine Faltisomatte hat oder irgendeinen definierten Ausrüstungsgegenstand, der da hinten reinkommt, um eben als Rückenversteifung zu dienen. Ich gehe schwer davon aus, dass es da irgendwas gibt. Vielleicht die Zeltbahn von den Österreichern, die übrigens besser ist als die deutsche, weil die ist aus Kunststoff und nicht aus Baumwolle. Baumwolle ist zwar schön ökologisch, aber das Ding ist schon saumäßig schwer. Da hat die berühmte Bundeswehr-Dackelgarage. Da haben die Österreicher das schon deutlich geschickter gelöst. Egal. Jedenfalls noch eine Frage. Wichtig, unbedingt in den Raum schmeißen. Sollte tatsächlich einer meiner Zuschauer beim österreichischen Bundesheer gewesen sein, weil Österreicher, dann und Lust haben, uns mit ein paar ansatzweise Informationen zu versorgen im Rahmen der NATO-Hilfe, wie man diesen Rucksack richtig belädt und was da hinten drin ist und wie das so erfahrungsgemäß gewesen ist mit diesem Rucksack, dann wäre ich da sehr, sehr dankbar für, ne? Weil ich habe keinen Schimmer. Ich habe das Teil zwar jetzt, aber bin damit nicht in meiner kurzen Militärzeit rumgerannt. Und ja, da werden so ein bisschen Insiderwissen wäre natürlich wunderbar. Gut, also Trageverhalten ist maßgeblich eben von der Versteifung des Rückenteils und von der Weichheit dessen, was innen drin steckt, abhängig. Mit der BW-Mehrzweckunterlage trägt sich das prima, da ist das richtig gemütlich, schmiegt sich schön an den Rücken an und das einzige Problem ist dann auch das Gewicht. Tatsache ist natürlich auch, anders als bei modernen Trekking-Rucksäcken, sehen wir hier nicht irgendwelche Kanäle oder sonstige lustigen fancy Dinge drauf gebaut, die verhindern sollen, dass der Rucksack flächig am Körper anliegt, weil, wenn er flächig am Körper anliegt, dann schwitzt man und dann trieft man irgendwann seine Jacke am Rücken durch, bis man irgendwann den Rucksack eintrieft und ja, ne? Für mich persönlich war das nie ein Problem und mich stört das nicht, wenn Rucksäcke keine Belüftung für den Rücken eingebaut haben, weil ich ein Mensch bin, der so stark schwitzt. Wenn ich vernünftig wandern gehe, dann ist das scheißegal, was für einen Rucksack ich auf dem Rücken habe, egal wie toll die Ventilation, das Ventilationssystem da ist, was der hat. Irgendwann ist mein Rücken trotzdem nass. Daher spielt es für mich auch keine große Rolle, ob das nach 10 Minuten oder nach einer Stunde der Fall ist. Ich gehe eh meistens länger als eine Stunde rumlaufen und diese 50 Minuten länger trocken, das bringt mir nichts. Ja, zumal das ohnehin nur relevant ist, der nasse Rücken, in dem Moment, wo man den Rucksack abzieht. Ja, und wenn man den Rucksack abzieht, ist man hoffentlich irgendwo angekommen oder macht zumindest eine längere Pause. Dann kann man wahlweise eine Jacke überziehen, um den nassen Rücken nicht einen ganz so sehr quälen bzw. auskühlen zu lassen. Oder wechselt komplett die Klamotten, weil man komplett im Lager angekommen ist. Oder friert halt so lange, bis der Rücken getrocknet ist. Letzteres mache ich meistens. Ja, das ist halt eben nun mal das Dasein des Wanderers, dass da mitunter ein bisschen durchgeschwitzt sein nun mal zum Job dazugehört sozusagen. Gut. So viel zur Rückseite. Zur Vorderseite. 5.
Da ist ein Elefant im Raum, natürlich diese lustige kleine Fronttasche hier. Die finde ich außerordentlich praktisch. Die könnte, falls jemand beschließt, mit so einem Rucksack tatsächlich wandern gehen zu wollen, dass man ihn nicht fürs Militär braucht, ist klar, wenn man ihn fürs Militär braucht, hat man ihn sowieso und dann ist man sowieso bei der österreichischen Armee und dann brauche ich euch nichts erzählen. Das ist ja klar, ne? Also es geht hier lediglich um die zivile Anwendung für will ich haben, weil ist cool. Oder will ich haben, weil ist günstig und hält ewig und ich komme gut damit zurecht und das wäre eine mögliche Alternative. Und ich mag die Farbe. Ne? Das ist ja das Schöne bei Militärausrüstung, insbesondere bei Nicht-Flecktarn-Militärausrüstung, dass man damit super unauffällig in der Landschaft unterwegs ist. Aber, und das ist der Nachteil bei Flecktarn-Ausrüstung, meiner Meinung nach, niemandem Angst macht, wenn man halt doch mal von jemandem gesehen wird. Ich habe zum Beispiel auf dem Weg hierher einen älteren Herrn getroffen, der mit Rollator trotzdem erstaunlich flott unterwegs gewesen ist, beeindruckend. Ich hoffe, so bin ich auch mal unterwegs irgendwann. Und mit dem habe ich mich ein kleines bisschen unterhalten und das war überhaupt kein Problem. Ich hätte irgendwie Angst gehabt und mich irgendwie schuldig gefühlt, wenn ich da jetzt in krasser Militäraufmachung mit Flecktarn und so weiter und so fort rumlaufe. Dann hätte er sich wahrscheinlich schon gefragt, was ich hier eigentlich will und ob ich irgendwelche bösen Dinge vorhabe. Und ich möchte einfach niemandem Angst machen. Wenn ich jemandem in der Natur begegne, ist das was Positives und dann kann man freundlich zueinander sein. Und da möchte ich einfach keine komischen Gefühle erwecken. Ich meine, was soll ich als Zivilist mit Flecktarn? Ist was anderes bei Flecktarn-Tabs, die man nur fürs Lager verwendet, um ein getarntes Lager zu errichten. Die Chance, dass dein Lager entdeckt wird, ist sowieso so super gering, dass man dann mit ein bisschen zusätzlicher Tarnung eigentlich leben kann. Und wenn dann einer wirklich kommt und wissen will, was man da tut, dann kann man auch erklären, dass man die Tarnung deswegen hat, damit genau das nicht passiert. Jemand kommt und wissen will, was man hier tut. Was man da tut, ist aber vollkommen harmlos. Man möchte lediglich Zeit im Wald verbringen. Möglicherweise auch über Nacht. Ne? So, aber ihr wisst Bescheid und daher die Farbe ist sicherlich ein großer Vorteil. Kommen wir zu dem schönen Frontfach hier. Das ist sehr, sehr geräumig. Ich zeige mal, was reinpasst. Es hätte noch ein kleines bisschen mehr reingepasst, aber so plus minus ist das, glaube ich, das, was man sinnvollerweise reinstecken kann. Nämlich einmal ein Kochset. Format, ne, seht ihr, das enthält alle möglichen Kochutensilien. Das hat mir meine Frau mal genäht, damit ich, wenn ich größere Kochvorhaben habe auf Touren, immer schön meine Kochutensilien griffbereit habe und Ordnung herrscht. Und ja, ne, Ordnung herrscht hier offensichtlich gar sehr. Das ist also wirklich außerordentlich praktisch. Einfach nur kurz zum gezeigt haben. Ich habe da auch nochmal ein extra Video irgendwo zugedreht. Und das ist das Kochset. Also ich habe ihn, wie gesagt, beispielhaft mit Übernachtungsequipment gefüllt, das man theoretisch für eine Übernachtung brauchen könnte. Dann ein bisschen Essgeschirr. Das ist in diesem Fall die Wildo Camper Box. Wer die noch nicht kennt, die besteht erstens mal aus dem Deckel. Der Deckel hat den großen Vorteil, dass der Deckel gleichzeitig eine Schüssel ist. Da kann man logischerweise auch draus essen. Dann gibt es dazu ein Schneidebrettchen. Wir haben auf einem verlassenen Campingplatz tatsächlich noch ein Schneidebrettchen gefunden und haben es mitgenommen. Und da wir nicht wussten, wo wir es hinpacken sollen, haben wir es halt mit reingepackt. Jetzt haben wir zwei Schneidebrettchen. Das ist praktisch, wenn man zu zweit ist. Die Camperbox ist auch durchaus für zwei Personen nutzbar. Zweite Schüssel, die hat den Vorteil, dass sie noch einen Griff hat. Kann man dann schön anfassen und auch wenn was Heißes drin ist, sich nicht die Hände verbrühen. Ist für mich persönlich relevant, weil ich bin hitzeempfindlich, was die Pfoten angeht. Bei meiner Frau ist das immer egal, die kriegt die andere Schüssel. So, dann haben wir zwei Wildo-Falttassen. Die sind ein Klassiker, die gibt es so schon seit 50 Jahren oder was. Halb gefalten, also auffaltbar und dann hast du eine sehr große Tasse, die ist absolut temperaturbeständig, da kannst du also beliebig heißes Wasser reinkippen. Was halt nicht geht, das Ding aufs Feuer stellen und dann da drin was heiß machen. Also man muss schon in einem anderen Gefäß kochen und mir fällt gerade ein, ich habe tatsächlich jetzt ein Kochtöpfchen oder irgendwas in der Richtung, habe ich jetzt vergessen. Es ist halt einfach, wie gesagt, ein spontan gepackter Rucksack. Die kleine Tasse, gleiches Prinzip. Plopp. Ne? Ist auch eine ausreichend große Tasse normalerweise für eine Person. Dann schöpft man sich halt nochmal nach. Und ja, das ist das Wildo
die Wildo Camper Box. Da ist auch noch ein Spork drin normalerweise und ich glaube noch irgendein Gewürzstreuer. Das habe ich beides nicht wirklich im Einsatz. Aber ja, ist ganz nett, dass es dabei ist. So, und damit ist die vordere Tasche auch leer. Und wie gesagt, viel mehr hätte da nicht reingepasst. Noch ein paar Kleinigkeiten in der Größe von ein paar kleinere Socken zum Beispiel. Ne? So, dann haben wir zweimal Seitentasche. Die Seitentaschen finde ich super. Die sind nämlich noch mal deutlich größer als die Seitentaschen am Bundeswehrrucksack. Der hat ja auch genau, ja, was heißt genau, sehr ähnliche solche länglichen Seitentaschen im Format ungefähr einer 1,5 Liter Flasche. So, der Unterschied ist der. Beim Bundeswehrrucksack kannst du da auch eine 1,5 Liter Flasche reinmachen. Dann kriegst du den Deckel nicht mehr zu und die Tasche ist restlos voll. Also das passt gerade so rein. Wirklich gerade so. Hier sind die Taschen etwas größer und da passt zum Beispiel rein, habe ich jetzt nur mal exemplarisch, ein Zeltgestänge und auch eine 1,5 Liter Tasche, Flasche. Und man kann die Tasche nochmal zumachen, nachdem eine 1,5 Liter Flasche drin ist. Das ist nett. Das ist wirklich nett. Das würde ich mir beim Bundeswehrrucksack auch wünschen, weil eine 1,5 Liter Flasche ist einfach eine sehr, sehr praktische Größe, weil genau die habe ich da fast immer drin. Ich nutze diese Seitentaschen beim Bundeswehrrucksack eigentlich ausschließlich für wahlweise mein Stativ oder eine 1,5 Liter Flasche. Da ist so gut wie nie was anderes drin. Daher finde ich das hier ganz doof toll, dass man da noch mehr reinbekommt. Zu diesem Verschlusssystem übrigens. Das hat hier so ein, das habe ich euch ja schon gezeigt. Das ist im Grunde ganz simpel. Es ist ein bisschen fummelig. Ein moderner Klickverschluss. Ne, diese Klick ineinanderklick-Dinger ist in jedem Fall besser. Ja, also da ist es schon so, dass diese ganzen Militär-Speziallösungen der frühen Militärprodukte, der alten Militärprodukte, nicht an moderne zivile Lösungen ranreichen. Die sind einfach praktischer. Klar ist das unendlich robust und ja, es lässt sich prima austauschen, wenn mal was kaputt geht und so weiter und so weiter. Aber es ist schon umständlicher. Auch irgendwie lustig und macht irgendwie Spaß. Aber ja. So, andere Seite, nur der Vollständigkeit halber, da ist nämlich drin meine aufpustbare Isomatte, habe ich jetzt auch einfach nur mal reingesteckt, um zu zeigen, exemplarisch, das ist so das Größte, was da gerade noch so reinpasst, das ist eine Thermarest X-Therm. Und ja, die passt da vom Format wunderbar gerade noch so rein, zusammen mit Pumpbeutel. Und mein Kopfkissen ist, glaube ich, doch da drin. Dann hätte ich sogar mein Kopfkissen dabei. Ja, oder alternativ ein Tarp. Viele Tarps haben ja so ein Format. Das kann man also auch prima in so eine Seitentasche reinstopfen, wenn man jetzt nicht sagt, man muss da je eine 1,5 Liter Wasserflasche oder alternativ ein anderes Getränk natürlich unterbringen. So, keine Ahnung, wofür das hier ist. Aber hier befindet sich nochmal ein Riemen, mit dem man irgendwas befestigen könnte. Ja? Und theoretisch könnte man das auch nach oben befestigen. Und meine Theorie ist, dass wenn ich hier an diesem Riemen etwas Langes, ne, also zum Beispiel hier so drauf machen möchte, dann könnte ich das theoretisch tun und hier oben drauf nochmal was Langes quer befestigen. Ja? Das würde mit Sicherheit funktionieren. Ob das die Idee ist und ob das der Plan ist hinter diesen Riemen, keinen Schimmer. Weil, wenn der Riemen hier so zur Seite wegragt, was er standardmäßig tut, dann müsste ich da unten auch nochmal irgendeinen Riemen haben, dass ich hier was Langes festmachen kann. Kann ich aber nicht. Ich kann höchstens etwas, was groß ist, in die Tasche stecken, das dann oben rausguckt und kann es dann nochmal 5 cm weiter oben mit dem Riemen zusätzlich fixieren. Aber das ist dann ehrlich gesagt auch schon egal, ja, ob ich das jetzt nochmal zusätzlich ein bisschen fixieren kann oder nicht. Also ich halte den für ziemlich nutzlos. Außer, wie gesagt, man hat was wirklich super Langes, was man oben über den Deckel spannen möchte. Zum Beispiel, keine Ahnung, ein Gewehr. Wird wohl kaum so gemacht werden, aber wäre vorstellbar. Gut, das sind die Außentaschen. Diese drei, mehr gibt's nicht. Es gibt hier hinten übrigens noch einen Tragegurt. Den gibt es immer, den gibt es auch dann, wenn man dieses Geriemel hier nicht besitzt. Dann hat man hier trotzdem einen stabilen Tragegurt, wo man das Ding einfach so durch die Gegend schleifen kann. Vielleicht auch mal irgendwann ganz interessant. Und auf jeden Fall interessant, wenn man das in der Bahn irgendwie aufs Gepäcknetz kriegen möchte oder irgendwelche anderen solchen Späße. Okay,
Das habe ich vorne inzwischen wieder zugemacht. Dann machen wir nochmal auf. Also mit zwei Händen geht aufmachen tatsächlich relativ schnell. Auch gerade wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist das kein Hexenwerk. Zumachen ist immer ein bisschen eine Friemelei. So, ich hatte ja schon gesagt, dass hier diese Schnürlösung zum Festzurren, das ist einerseits super, weil man kann das schön festzurren, ja, also wunderbar sein Gepäck damit nochmal zusätzlich fixieren. Aber hier wäre halt auch irgendein Schnurspannerchen dran, wäre halt erheblich praktischer und würde das Leben leichter machen, als wenn man da jedes Mal irgendeine Knotenlösung oder sonst was finden muss. Ich weiß nicht, wie das in der Praxis bei den Ösis, Entschuldigung, Ösis ist nicht böse gemeint, gelöst wird. So, der Rucksack besteht im Prinzip aus zwei Abteilungen, der Normalgröße, ja, und wenn die Normalgröße nicht reicht, dann hat man hier oben noch eine sogenannte Schneeschürze, nennt sich das, die man da oben noch ausbauen kann sozusagen und hat dann damit einfach insgesamt nochmal ein paar Liter mehr Stauraum. Angaben, wie viel Liter Volumen dieser Rucksack eigentlich hat, findet man im Internet zuhauf. Irgendwo steht was von 20, das ist Quatsch, der hat bei weitem mehr. Ich würde behaupten 50, 60, sowas um den Dreh. Ja, also mindestens, wenn man noch die Fronttaschen und die Außentaschen dazu rechnet. Die Außentaschen dürften jeweils sowas um die 2, 3 Liter haben, 2,5, 3, sowas in etwa. Die Fronttasche sicherlich auch nochmal 3 oder 4. Und das Hauptbad, das ist schon ziemlich groß. Und dann kann man immer noch Zeug oben drauf spannen. Und deswegen meine ich, es ist ein guter Übernachtungsrucksack, weil selbst bei günstigem, zum Beispiel militärischem Übernachtungsequipment, das passt da alles rein. Und dann kann man, also da kann man wirklich mit einfachster Ausrüstung eine Waldübernachtung machen. Da brauchst du keinen Downschlafsack oder ähnliches, der ein kleines Packmaß hat, damit das alles noch in den Rucksack passt. Sondern da tut es wirklich irgendein riesiger Trümmer von Schlafsack. Ist also wirklich völlig ausreichend, das Volumen. Ja, also als so ein großer Sack, da kriegt man schon vieles. Da kriegt man schon ganz, ganz vieles rein. Zum Beispiel eine Picknickdecke. Mehr so exemplarisch, weil ich muss noch irgendwas reintun. Ja, ein Zelt. Okay, das ist ein sehr kleines Zelt, aber es ist ein Zelt. Also nee, es ist schon ein geräumiges Zelt, aber halt ein sehr kleines Packmaß. Ne? Und eine Elefantenhaut. Ja, kennt man. Ist eine Mehrzweckunterlegplane der Bundeswehr. Sehr robust, schön nass, wasserdicht. Kann man sich eigentlich, und jedes Mal, wenn man zelten geht, wenn es nicht aufs Gewicht ankommt, prima unter das Zelt schmeißen oder unter das Tarp oder sonst irgendwie. Einfach für ein bisschen mehr Komfort. Muss aber nicht. So, oder realistisch betrachtet, diesen Schlafsack, den hat nämlich sowohl die Bundeswehr als auch das österreichische Bundesheer im Einsatz. Das ist sogar ein österreichisches Produkt ursprünglich von Carinthia und die sind die Goldeck Textil GmbH und die hocken meines Wissens in Österreich, also zumindest ursprünglich. Und der hat halt schon ein ziemlich riesiges Packmaß. Klar gibt es da noch Kompressionssäckchen zu, dann hat er ein bisschen weniger riesiges Packmaß. Aber das ist schon ein ziemlicher Trümmer von Schlafsack. Und wie ihr gesehen habt, der passt da problemlos rein. Dann lasst die Picknickdecke weg und nehmt stattdessen noch ein paar extra Klamotten mit. Und der war ja noch lang nicht voll, der Rucksack. Da könnte man also noch mindestens das Äquivalent von 5 Paar Socken irgendwie noch runterkriegen. Ja? Also das Äquivalent, nicht wirklich 5 Paar Socken mitnehmen, das macht ja wenig Sinn. Bisschen Proviant oder ein kleiner Kochtopf oder am besten beides, bisschen Proviant im kleinen Kochtopf. Das wird dann halt irgendwann schon relativ schwer. Also mit dem, was da jetzt drin war, jetzt ist er nämlich leer, muss ich sagen, ja, ich habe es ja euch schon erzählt, 5 Kilometer kann man das schon tragen, 6, 7 geht bestimmt auch noch, ab 8 wird es dann wahrscheinlich schmerzvoll, wenn man ich ist. Ja, und ich bin derzeit nicht besonders gut trainiert, aber auch nicht das größte Couch-Potato, das ich jemals gewesen bin. Also irgendwo so mittendrin bei entsprechendem Training. Das, ich meine, die Soldaten müssen das ja wahrscheinlich mit was weiß ich wie viel Kilo über riesige Strecken durch die Gegend schleifen. Man darf bei sowas nicht vergessen, ja, die Soldaten müssen das. Ja, viele von uns haben das in ihrer Jugend mal getan. Aber als Zivilist darf man schon sich die Frage stellen, ja, aber macht das denn Spaß? Beziehungsweise vielleicht macht es Spaß als Gruppenspaßveranstaltung als junger Mensch von 18, 19 Jahren. Ja, aber wenn du dann 40 oder fast 40 in meinem Fall bist, dann musst du das vielleicht nicht mehr in diesem Ausmaß unbedingt haben, weil du irgendwie nicht mehr einsiehst, weshalb das sein muss, wo es doch einfachere Möglichkeiten gäbe. Daher, ja, ne? Also
gebrauchte Militärausrüstung, hat einen Nostalgiefaktor, ist unendlich haltbar, ist günstig zu haben, hat einen prima CO2-Fußabdruck, weil es ist ja gebrauchtes Zeug, das wurde nicht für dich extra hergestellt, sondern das liegt eh schon irgendwo rum und ob du es jetzt benutzt oder ob es da weiter rumliegt, macht keinen Unterschied. Daher ist es immer eine super nachhaltige Angelegenheit, gebrauchte, insbesondere Militärausrüstung zu kaufen. Das sind definitiv ein paar Vorteile. So, aber klar, zivile Rucksäcke sind bequemer. Punkt. Ja? Und haben ein besseres Tragesystem. Punkt. Das ist schon so. Aber ja, trotzdem eine sehr, sehr coole Angelegenheit. Das Schöne ist, dadurch, dass der jetzt keinerlei Versteifungen hat, ja, also im leeren Zustand, wenn man nicht durch die Packweise eine Versteifung schafft, hat er keine. Und das kann ein großer Vorteil sein, weil will man einen zusätzlichen Rucksack mitnehmen und hat noch einen viel größeren Rucksack sonst wie dabei, dann kann man das Ding tatsächlich relativ klein, zum Beispiel zu so einer Wurst zusammenrollen, relativ klein. Ja, würde wahrscheinlich auch noch ein bisschen kleiner gehen, wenn ich mir Mühe gebe. Und kriegt da ein recht kleines Packmaß zusammen und kriegt den dann also auch noch woanders verstaut. Zum Beispiel eine große Sporttasche oder was. Man fährt in den Urlaub, hat einen großen Koffer, einen Trolley oder ähnlich schöne Geräte und schmeißt den noch unten rein und hat noch einen zusätzlichen Rucksack dabei. Das ist eine Möglichkeit. Gewicht circa 1 Kilo. Ich habe ihn leider nicht gewogen. Mit Tragegestell. Das ist für einen so großen Rucksack durchaus leicht. Ja, das ist wirklich leicht und das ist insbesondere deswegen leicht. Ja, wird ein bisschen mehr als 1 Kilo sein. Ja, ich muss ihn mal noch wiegen. Ich mache das mal noch daheim und schreibe es euch dann hin, was der wiegt. Aber trotzdem gefühlt ist er für seine Robustheit und seine Größe wirklich ziemlich leicht. Und das überrascht mich, beziehungsweise das ist so eine Besonderheit, die man fast schon der österreichischen Armee unterstellen kann. Die haben einzelne Ausrüstung, die erstaunlich leicht ist, wenn man sie mit anderen Militärteilen anderer Armeen vergleicht, insbesondere mit uns. Ja, muss man schon sagen. So, dann zur Verarbeitung. Dieser Deckel, der hat innen drin nochmal einen Zusatzstoff, der ist also sehr, sehr robust. Wahrscheinlich ist es damit ein bisschen wasserdichter ist, könnte ich mir vorstellen. Ich habe noch nicht testen können, wie wasserdicht das Ding ist. Es ist garantiert nicht ganz wasserdicht, scheint aber sehr, 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 sehr stark wasserabweisend zu sein. Das dürfte wirklich ziemlich lange dauern, bis einem hier was reinregnet. Apropos reinregnen, die Extrataschen, die außen dran sind, die haben hier unten alle noch so eine Öse, damit das Wasser, falls mal Wasser reingelaufen ist, unten ablaufen kann. Das ist Militärstandard, das findet man bei ganz vielen Militärprodukten, dass man an solche Ösen gedacht hat, ist scheinbar wichtig. Habe ich nie gebraucht in meiner Zeit. Bei der Bundeswehr ist das auch so. Ja, und viel mehr gibt es da eigentlich zu dem Ding nicht zu sagen. Achso, der Boden ist noch zusätzlich verstärkt. Der hat auch nochmal einen extra Stichstoff drin, damit da eben möglichst der Boden nicht schnell durchweicht, wenn man den Rucksack in die Pfütze stellt, beziehungsweise auf den nassen Boden stellt. Kann praktisch sein, definitiv. Ja. Und das ist es. Ja? Also, der österreichische Bundesheer-Rucksack, eine Kostenpunkt, ich glaube unter 20 Euro, für Leute mit wenig Geld und Spaß an Militärausrüstung oder einfach Sammler oder Leute, die einfach gerne rustikal unterwegs sein möchten oder jemanden, der einfach einen daheim rumstehenden Rucksack möchte, in dem er sich ein bisschen einfache Übernachtungsausrüstung befindet. Ich denke nämlich ernsthaft darüber nach, ob ich ihn nicht dafür benutze, dass ich da so ein Zweit- bzw. Dritt-Übernachtungsequipment mir reinpacke für Übernachtungen von 5 Grad bis 25 Grad, so irgendwas um den Dreh. Bei keinen großen Besonderheiten und wenn ich gerade Bock habe draußen zu pennen, dann kann ich mir diesen Rucksack schnappen, laufe genau hier hin, schmeiß mich hier irgendwo hin und penne draußen und gehe am nächsten Morgen wieder zurück zu Frau und frühstücken. Ne? Das überlege ich sehr, ob ich ihn nicht dafür vielleicht eventuell verwenden möchte. Ja, aber wirklich ein cooler Rucksack. Müsst ihr dann letztendlich wissen, wofür ihr den braucht, wenn ihr das Gefühl habt, den zu brauchen. Material, ich denke, das ist ziemlich unzerstörbar. Das kann man wahrscheinlich vererben, beziehungsweise hält ein Leben lang. Momentan sind die man gerade kriegen kann, allermeisten absolut neuwertig. Das heißt, die wurden nie von einem Soldaten genutzt.
keine Ahnung, warum die dann überhaupt existieren. Das ist ja oft so, dass einzelne Chargen, Militärausrüstung schon wieder ausgemustert werden, bevor sie überhaupt im Einsatz waren, weil was Neues nachgekommen ist, weil man viel zu viel produziert hat, weil was auch immer passiert ist. Ich stecke da nicht dahinter. Aber qualitativ, also wirklich Top-Produkt zum sehr, sehr kleinen Preis. Und ja, ne? Mit weniger Gepäck, mit weniger Gewicht drin und so weiter, kann man das natürlich auch viel weiter schleppen. Also prinzipiell bequem von den Trageeigenschaften her, wenn richtig gepackt. Jetzt war es das aber wirklich. Ich bedanke mich und ja, habe immer Spaß an solchen Ausrüstungsvideos. Ganz am Schluss noch ein kleines Dankeschön an den edlen Spender. Hab den geschenkt bekommen von einer Privatperson, nicht vom Hersteller. Wäre sowieso schwierig, was zum Geier ist der Hersteller von sowas. Aber keine Werbekooperation oder ähnliches. Ist einfach ein Privatgeschenk. So, macht's gut und tschüss.